Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yu-Gi-Oh! Dark Force Evolution, Leute. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wirklich sehr, sehr nice. Sehr, sehr cool. Und ja, Leute, ey, was soll ich sagen? Die letzten Folgen sind einfach insane. Ich habe da sehr viel Spaß dran. Es ist sehr erfolgreich, was die Duelle angeht. Wirklich, es ist mega erfolgreich. Und ey, es kann gerne so weitergehen, oder? Denn jetzt haben wir den nächsten Gegner. Der steht schon vor uns, oder die beiden stehen schon vor uns. Wir haben Jane und der andere weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt. Aber ich werde gleich... Ich weiß, wie er heißt. Ich hab's bloß vergessen, ne? Also wir werden es gleich sehen, wenn ich mit ihm rede. Dann werde ich sagen, okay, ich verstehe. ich kenne dein Deck. Ich kenne aber den Namen des Decks nicht. Aber es ist ein Deck, was ziemlich stark ist. Gerade hier bei GX gewesen. Ich würde sagen, wir gehen rein, oder? Wir gehen rein. Das wird wahrscheinlich genauso spannend wie der letzte. Oder wie das letzte Duell. Gegen den Titan und gegen Dr. Crowder. Schauen wir, oder? Gehen wir rein, schauen wir mal. Let's go. Wir haben nichts verändert, Leute. Wir haben nichts verändert. Unser Deck ist so geblieben, wie es war. Weil es läuft, ne? Es läuft. Ja, ihr habt mich gesucht. Ich bin... der Name ist nicht mehr richtig. Ey, Leute, das stört mich jetzt, ne? Ich werde es jetzt googeln, mitten in der Folge. Ich werde es jetzt googeln, weil es mich so stört. Kennt ihr das? Wenn ihr das Wort eigentlich kennt... Und ihr kommt nicht auf den Namen, dann ist das ganze Zeit im Kopf und man kann es nicht ausblenden. Aber ich muss einmal kurz googeln, Leute. So, wir gucken einmal. Wie war sein Name? Banner, okay, Professor Banner, okay. Nice. Okay. Dann haben wir das auch geklärt. Wir kommen in Zen. Bist du überrascht? Okay, hier steht's. Notiz an mich. Erstmal weiterklicken und dann googeln. Banner war nur eine temporäre Identität. Er war nicht mehr als ein Gefäß für meine Seele. Mein ursprünglicher Körper ist vor vielen Jahren zerfallen. Dank der Magie der Alchemie kann meine Seele in diesem Körper wohnen und ihn kontrollieren. Ich habe nach deinen Freunden gesucht. Jainuki ist einer der größten Duellanten. Ja, stimmt. Wie auch du. Stimmt. Das werden wir nicht verneinen. Kappa. Wenn du Jainukis Seele zurück willst, musst du zum Tagduell gegen mich antreten. Verlierst du, wirst du dich zu Jainuki gesellen. Als eins meiner alchemistischen Versuchskaninchen. Also Zen, lass uns duellieren. Wenn du mir gehörst, sind meine Forschungen abgeschlossen. Okay. Ich glaube, im Anime hat dann Jane gegen ihn gespielt. Ich erinnere mich an die Folge. Hier ist es ein bisschen anders, glaube ich. Oder anscheinend, wie wir sehen. Scheiße, wir verlieren. Shit, wir verlieren. Dreht mal das, den Anfang hier. Aber egal, wir sind Zweiter, das ist okay. Weil ich immer gucken will, was er spielt. Puls der Ewigkeit und ein früherer Meister. Okay, Leute, gehen wir rein, oder? Ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Ob das jetzt wieder mega chillig wird oder ob wir jetzt komplett zerstört wird oder ob das mega spannend wird. Und dann schauen wir mal. Let's go. Aber geile Duelist, finde ich schon nice with Black. Finde ich cool irgendwie. Okay, legendäre Ulti sind schon mal gezogen. Gefällt mir sehr gut. Okay, er spielt wahrscheinlich, wie gesagt, ne, dieses eine Deck, wie ich gesagt habe, schon dieses, ja, mit dieser Sonne, ne, mit diesen Sonnenköpfen. Ich kenne den Namen nicht mehr, Leute, aber wenn ich es gleich sehe, dann werde ich auch wieder sagen, ich erinnere mich. Aber jetzt erinnere ich mich gar nicht. Aber das Wort oder der Name liegt mir auf der Zunge, ich kann ihn aber nicht sagen. Wie gesagt, gleich werden wir es erfahren wahrscheinlich. Okay, perfekt, Umi gezogen, ich habe länger der Ozean, das heißt, wir sind gut gebackupt, sage ich mal so. Das ist schon mal sehr gut. Und den Abgrundsoldier, das ist ja mega. Und sogar hier, Schnappstahl. Ist das Schnappstahl oder was ist das? Guck mal kurz. Ah nein, Animation, ich kann nicht gucken, wie die Karte heißt. Wie hieß die Karte? Schnappstahl, doch. Hatte ich recht. Was hat er jetzt zerstört? Okay, die Karte, okay. Gut. Alles okay? Okay, Jane, mal gucken, was er spielt. Wahrscheinlich das Classic. Ja, okay, Top Deck hier.
Classic Opening. Natürlich zwei Karten ziehen. So eine heftige Karte, oder? Top der Gier, so eine heftige Karte gleich. So eine krasse Karte. Einfach eine Zauberkarte, wo du zwei Karten ziehst, ohne irgendwas abzugeben zu müssen. Es gibt ja mittlerweile viele Karten dieser Art, aber man hat immer so einen, ne? Einen Debuff, sag ich mal. Wo man sagt, okay, du kannst zwei Karten ziehen, musst aber dann das machen. Oder dann das machen. Also, Top der Gier, einfach zwei Karten ziehen und fertig. Es ist einfach insane. Okay, viele fallen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber das soll uns nicht abschrecken, Leute. Wir gehen rein, oder? Wir gehen direkt rein. Mit dem Oxygeddon. Und werden angreifen, Leute. Wir werden uns nicht, wie gesagt, abschrecken lassen. Wir gehen direkt rein. Okay, eine Falle, das war klar. Okay, es ist okay, ne? Kann ich mitleben. Kann ich mitleben? Dann greifen wir mit Oxygeddon an. Okay, wieder eine Falle. Jupp, okay, gut. Soll er ruhig seine Fallen alle raushauen. Soll er seine Fallen ruhig alle raushauen. Mir soll es recht sein, wie gesagt. Im Endeffekt ist es nicht so schlimm. So, wir spielen zwei Karten verdeckt. Das ist einmal die hier. Ne, drei, weil er spielt sehr viele Effektmonster, glaube ich. Spielen wir alle. Okay, gut. Okay. Mal gucken. Vielleicht, ich hoffe, er kommt nicht in die Kombos rein oder in seine Taktik. Das wäre übel. Oder das könnte zum Problem führen. Schwarzes Loch, ja. Okay, gut. Was spielt er? Ey, vielleicht spielt er auch gar nicht das Deck, was ich denke, ne? Vielleicht spielt er auch gar nicht das Deck, was ich denke. Das kann auch sein, Leute. Dass er das. Aber der hat das im Anime gespielt, glaube ich. Wenn ihr das besser wisst, schreibt das gerne mal in die Kommentare, ne? Ich kann mich auch nicht mehr ganz dran erinnern. Muss ich dann auch mal sagen, ne, das wollen wir nicht. Das wäre gerastet. Ja, schreibt das gerne mal in die Kommentare, ne, wenn ihr das nochmal genauer wisst, wie das dann im Anime war, wo er gegen Jayden spielt. Da war das, glaube ich, das Deck, was ich meine, dass er gespielt hat. Aber hier weiß ich nicht. Vielleicht spielt das doch, aber bisher hat er vielleicht nicht die Karten gezogen, die er braucht. Kann natürlich auch sein, Leute, ne? Kann natürlich auch immer sein. Okay, wieder Oxygeddon. Mega. Okay, cool. Haben natürlich einige Lebenspunkte, die guten Kollegen hier. Ärgerlich. Aber keine Falle bisher. Zumindest haben drei Fallen die gespielt, aber drei Fallen oder Zauberkarten, die bis jetzt oder aktuell mal nicht uns blockieren, sag ich mal. Das ist ja schon mal schön. Das ist ja schon mal sehr schön. Okay. Was ist das? Schicksalsschlag. Lesen wir, Leute. Wirf eine Karte von deiner Hand ab, entferne alle offenen Monster, ein offenes Monster auf deine Spielfeldseite deines Gegners aus dem Spiel. Gut, ja. Sehr viele Fallenkarten, die uns ein bisschen nerven. Oh nein, das tut weh. Das tut mächtig weh, sag ich mal. Aua, das hat weh. Das habe ich richtig gespürt. Schade, das ist ärgerlich. Ja, okay, die sind im Vorteil, die beiden. Wir und Bashen kommen gerade noch nicht so richtig rein ins Duell, ihr merkt, ne? Wir kommen nicht richtig rein, aber mal gucken. Oh, wieder eine Falle, ey, das kann nicht sein, oder wie viele Fallen kann man denn ziehen? Okay, Legende der Ozean haben wir am Start. Okay, perfekt. Let's go. Wir greifen an, Leute, ne? Die Falle ist natürlich wieder eine. Ich weiß nicht, Leute. Ey, wir probieren es. Kann sein, dass wir jetzt gleich schon verlieren, weil. Wenn er uns jetzt wieder weg trappt, dann haben wir ein Problem, ne? Ne, macht er nicht. Gut. Dankeschön. Okay, nice. Nice. Vielleicht jetzt können wir das ein bisschen drehen wieder, weil. Banner hat auch jetzt keine Karten auf der Hand. Nicht viele. Gar nichts. Okay. Ey, perfekt. Perfekt. Wir können ordentlich Damage machen. Wir können wieder ordentlich Damage machen. Das freut mich tatsächlich. Weil, ey.
Wir müssen jetzt ein bisschen Damage machen. Sie haben 9000 Lebenspunkte, das ist heftig. Und oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Den Sternenbeute spielen jetzt sehr gut. Das gefällt mir. Das ist gut. Das ist sehr gut. Nice. Nice, nice, nice. Ordentlich Damage jetzt, machen wir jetzt ordentlich Damage. Wir haben leider keine Fallen, das ist ein bisschen ärgerlich. Weil so eine Trap wäre gut gewesen jetzt für den Notfall. Aber haben wir jetzt gar nicht. Schade eigentlich. Wir hatten so gute. Oh, schade, dass er schwerer Sturm gespielt hat. Na egal. Bisher läuft der wieder gut, wir haben es ein bisschen gedreht. Ich hoffe, Jayne zieht jetzt nicht gut, denn auch er hat wenig Karten. Auf der Hand. Aber bei Jayne reicht eine Karte, Leute, und er kann direkt ausrasten. Ne, Verteidigungsposition, perfekt. Perfekt. Cool, nice. Ah, ne, das können wir vielleicht später gebrauchen. Ich werde jetzt mal die spielen. Zur Sicherheit, falls sie mal irgendwie was machen. Wir greifen, ey, wir müssen mit ihnen angreifen, weil das reicht, glaube ich, nicht. 1250 reicht nicht, würde nicht reichen, wie wir sehen. Oder hätte nicht gereicht. Deswegen war das schon gut so. Okay, ey, wir sind gut dran, weil die haben gerade wieder eine schlechte Phase, ne? Ihr merkt es selber. Die können nicht so richtig spielen. Ich hoffe, Bender kann jetzt wieder nicht spielen. Haben wir schon gewonnen, oder? Dann hätten wir gleich schon gewonnen. Wenn Bender jetzt nicht spielen kann, dann ist gewonnen, GG. Ja, okay, kann man spielen. Ja, ist aber okay. Das trappt mich jetzt nicht so krass, wenn ich ehrlich bin. Eine geile Karte auch, ne? Hätte ich auch gerne. Ist eine geile Karte eigentlich. Okay, jetzt können wir das Deck sehen. Nice, cool. Jetzt können wir mal sehen, ob er das Deck spielt, was ich... Ah, okay, er spielt das tatsächlich. Helios. Er spielt Helios, das meine ich. Das ist ganz geil eigentlich. Das ist ganz lustig. Das habe ich auch schon mal gespielt. Das ist ganz cool eigentlich. Ja, Helios. Nice. Cool. Also er spielt das Anime-Deck, glaube ich. Kann die Karte spielen, okay. Das ist, interessant. Die... Kann ich jetzt den Sterneboy wegklatschen, das ist mir sehr ärgerlich. Schade, egal. Ja, Lebenspunkte sind jetzt wieder gleich ungefähr. Sind wieder auf einen gleichen Nenner, sag ich mal. Abfahrt, ja gut, kann man machen, ist ein bisschen, ja gut, ja ist okay. Ich bin mir nie immer sicher mit Opfern, aber kann man schon machen, ne, kann man schon machen. Ich hätte Schnappschall gemacht, glaube ich, dann geopfert, weil dann hätten wir gewonnen, aber Bash oder die KI ist eigentlich jetzt so schlau, ne. Ist jetzt nicht so smart, deswegen hat er das jetzt nicht gemacht. Ja gut, ist aber okay, ne, ist okay, wie gesagt. Oh shit, hat einen Effekt oder was, dann ist doch dumm. Ich nehme alles zurück, Kappa. Nein, wie dumm, wieso opfert er da nicht? Okay, das war sehr dumm, doch. Ey, es war doch sehr dumm. Es war doch mega dumm. Dümmer geht's nicht. Holy shit, wenn wir das noch verlieren, Leute, wegen sowas. Stellt euch vor, wenn wir sowas noch verlieren, wegen sowas. Ja gut, das ist egal. Er wird wahrscheinlich funktionieren können, nur ein Monster, oder wenn überhaupt. Deswegen ist es... Ja, ah nein, doch, legendäre Ultin ist weg. Nein, das ist natürlich jetzt... Aua. Das ist natürlich jetzt nicht schön. Das gefällt mir nicht. Ja gut. Schade, legendäre Ozean ist weg. Das nervt mich ein bisschen. Aber egal. Ich hoffe kein Clayman. Es ist Clayman, natürlich. Wie Luck kann man haben? Es ist natürlich Clayman. Logisch. Es ist natürlich Clayman, ne? Wie viel Pech kann man haben, Leute? Das könnte jede Karte sein, das könnte Avia sein, das hätte Burst Finnefix sein können. Aber nein, es ist Clayman. Die einzige Karte, die uns aufhalten könnte. Okay, kein Helios bisher, nice. Komm, Bash, aktiviere Schnappstahl und dann ist ready. Go, Junge. Schnappstahl und dann sind wir ready. Auf der Gear, ja, nice. Cool. Sehr schön. Komm, zieh gute Karten. Ah, okay, Umi ist nice.
Aber gut, er macht's nicht. Werden wir gewinnen können, werden wir gewinnen können. Also das Duell zieht sich hier wie ein Kaugummi, ne? Also wir hätten schon lange gewinnen können. Aber die KI ist halt, die KI denkt soweit nicht, ne? Das ist, ja, schade. Ah, gut, ich hoffe, das wird sich nicht rächen später. Ich hoffe, das wird sich nicht rächen. Okay. Ist gut, glaube ich. Leider, das ist eine heftige Falle. Also, wenn nicht, haben wir jetzt gewonnen. Oh, ne, obwohl, wenn wir gut ziehen, das ist. Ah, okay, eine Orca. Ah, komm, ich spiele eine Orca, glaube ich. Wir spielen eine Orca, wir opfern den Pinguin. Wie riskant. Na gut, das war klar, Leute. Das war klar. Egal, wir können wieder Damage machen, ein bisschen. Bisschen ist gut, also schon sehr viel eigentlich. Eine Menge. Okay, ey, wir haben fast gewonnen, Leute. Spielzug 20 schon, oder 21, heftig. Schon wieder so ein langes, aber spannendes Duell irgendwie. Spannend jetzt nicht so krass, oder? Es geht. Ich würde sagen, es geht. Es ist eine Mitte. Es ist ganz okay, das Duell. Wir können keine Monster spielen. Verteidigungsmodus ist okay. Opa, nein, es ist Helios, Leute. Es ist Helios. Glaube ich. Er ist Helios, nice. Helios, Duo des Megistus. Nein, weckt ihr natürlich nicht die Falle. Ist logisch. Natürlich logisch. So, Schnappstahl, Leute. Ey, aktiviert euch jetzt mal Schnappstahl. Haben wir gewonnen. Besten, aktiviert doch Schnappstahl. Wo ist das Problem, Mann? Wo ist das Problem? Opfer. Okay, ist gut. Weil Beitun hat einen geilen Effekt. Ihr kennt ihn ja mittlerweile, ne? Macht euch durch gegen den Schaden, gegen Death. In der Death-Position. Deswegen haben wir jetzt gewonnen. Haben wir doch nicht. Ey, wie dumm kann man denn sein? Wie dumm. Aktiviert Schnappstahl, Digga. Aktiviert Schnappstahl, bitte. Wenn jetzt nicht Schnappstahl aktiviert, Leute, dann verliere ich den Verstand. Ah, danke schön. Danke, danke. Endlich. Okay, endlich. Jetzt gemacht, Leute. GG. GG. Oh, Leute, mein Herz. Hätten wir das noch verloren, ne? Hätten wir das noch verloren, das wäre ärgerlich geworden. Aber ne, wir haben es geschafft, Leute. Nice, cool. Freut mich. Es geht weiter, ey. Die Winning Streak geht weiter. Die Winning Streak geht weiter. Wir sind nicht aufzuhalten, Leute. Wir sind nicht aufzuhalten mittlerweile oder aktuell. Ey. Ich will es auch nicht jinxen, Leute. Ich will es auch nicht jinxen. Es läuft gut. Es läuft sehr gut aktuell. Cool. Mega. Mega, mega, mega. Okay, wieder ein 300er. 300 dB. Ja gut, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Cool. Okay, Zen, du hast meine letzten Tests bestanden. Okay, es war schon ein Gespräch. Krass. Okay. Ey, wir haben ja 5K, Leute. 5K haben wir am Start. Mega. Okay, ey, da bin ich mal gespannt, wer der nächste Gegner sein wird. Wir werden jetzt mal speichern. Dann gucken wir mal. Okay, Zane. Zane ist der nächste Gegner, Leute. Zane ist der nächste Gegner. Okay, okay, okay. Ich bin gespannt. Bin ich mal gespannt. Hier ist wohl nicht. Komm, wir gucken rein, oder? Wir gucken rein. Wir gucken rein. Nein, nein, nein. Okay. Hier ist er nicht. Wahrscheinlich hier hinten, oder was? Hä? War er nicht hier? Habe ich mich verklickt, oder was? Ich glaube, ich habe mich verklickt, oder? Safe. Okay, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen ja, verklickt. Sag ich mal. Gut. Nee, hä? Hab ich nicht. Das ist komisch, oder? Hä? Habt ihr den gesehen? Ich habe den gar nicht gesehen. War ich jetzt komplett blind, oder was? War ich jetzt komplett blind? Nein, oder? Nein, das kann nicht sein. Hier ist er nicht?
Hier drin oder was? Nein, das geht nicht. Hä? Hier ist er nicht? Ich hoffe, es ist kein Bug, Leute. Ich hoffe, es ist kein Bug. Oder so. Hier ist er nicht? Leute? Ach, hier! Ah, okay. Hier. Da haben wir die Vampir-Lady, ne? Diese Vampir-Lady, ich meine. Ja, die hat ein Vampir-Deck, ist sehr, sehr stark. Also, mit Zane ist das natürlich... Ey, kann sein, dass wir jetzt komplett zerstört werden, ne? Kann sein, dass jetzt im Moment kommen, Leute, wo wir den Downfall haben, oder der freie Fall, wo wir von unseren hohen Rohrs wieder heruntergut werden. Weil, ey, ich glaube, hier könnte es passieren, weil Cyberdrache und dieses Vampir-Deck ist schon insane stark, glaube ich. Ich glaube, ich hatte damals auch hier mega Probleme. Ja, ey, das war's für die nächste Folge, oder? Ich habe Angst ein bisschen, ich sag's ganz ehrlich. Ich habe ein bisschen Respekt, auch ein bisschen Angst. Aber Leute, wir werden natürlich reingehen, ne? Wir werden natürlich reingehen. Ich möchte jetzt einmal kurz gucken, ob wir neue Karten freigeschaltet haben oder beziehungsweise neue Packs, die wir dann vielleicht immer mal ziehen können. Ich glaube, jetzt könnte es bald passieren, wo wir ein paar neue Packs ziehen müssen. Weil jetzt könnte ein Duell kommen, was wir öfter machen werden. Okay. Gut, sie gecheckt. Nee, haben wir gar nicht. Okay, wir haben keine neuen Packs, egal. Nicht schlimm. Okay, Leute, ich würde sagen, dann war es das hier mit der Folge. Sehr cool, dass ihr mit dabei seid oder dabei wart. Freut mich. Mega, wirklich. Mega. Sehr, sehr cool. Danke dafür. Wirklich. Ja, ey, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? In der nächsten Folge geht's dann weiter. Auch danke an alle, die ein Like da gelassen haben. Sehr, sehr cool und abonniert haben. Wirklich, freut mich sehr, Leute. Vielen, vielen Dank dafür. Weiß ich sehr zu schätzen. Deswegen, ja, danke. Und... ja, Leute, dann wünsche ich euch noch einen sehr schönen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag und ciao. Macht's gut.